Hier entsteht ein Kunstwerk, das viele gar nicht beachten, wenn sie es sehen. Ein Bilderrahmen. Gebaut in einer Münchner Werkstatt, die eine der besten Rahmenmanufakturen der Welt ist. Die Hamburger Kunsthalle, das Van Gogh Museum in Amsterdam und die Albertina in Wien gehören zu den Kunden von Rahmen Murrer. Für jedes Gemälde muss der passende Rahmen gebaut werden. Es gilt, Kunst- und Rahmenhandwerk in Einklang zu bringen. Das ist die Aufgabe von Kundenberater Oliver Hottner. Was droht, wenn ein Bild im falschen Rahmen landet? Ja, das ist eine schwierige, aber auch eine gute Frage tatsächlich, weil man kann tatsächlich sehr viel falsch machen. Also man kann ein Bild mit dem Rahmen kaputt machen oder man kann es auch hervorheben. Die Herstellung eines perfekten Bilderrahmens erfordert Präzision. Denn die Rahmen aus München sollen die teuersten Bilder auf dem Kunstmarkt in Szene setzen. Jeder Rahmen ist ein Einzelstück, hergestellt von 10 Mitarbeitern. Millimeterarbeit schon beim Innenrahmen, der später das Gemälde fassen wird. Handwerkliche Finesse und kunsthistorische Expertise zahlen sich aus für das Team aus München. Sie arbeiten für die renommiertesten Kunstmuseen der Welt. Ein Highlight war der Auftrag vom Munch-Museum in Norwegens Hauptstadt Oslo. Mehr als 500 Bilder von Edvard Munch sollten neu gerahmt werden, darunter das weltberühmte Gemälde Der Schrei. Im Wettbewerb hatte sich Rahmen Murrer gegen 5 andere Werkstätten durchgesetzt. Jeder Bewerber sollte einen Rahmenvorschlag für eine Grafik und ein Ölgemälde liefern. Die Münchner erkundeten die Geschichte des Malers und entschieden sich für einen Sonderweg. Wir hatten dazu recherchiert und haben dann auch gefunden, wie das Bild ursprünglich mal gerahmt war bei Munch im Atelier. Und haben frecherweise 2 Rahmen abgegeben zur Präsentation. Die Münchner präsentierten 2 Rahmen, einen historisch passenden und eine eigene Interpretation. Die Jury hat das überzeugt. Jetzt hängt Der Schrei in der neuen Interpretation von Murrer. Das internationale Ansehen beschert den Münchner Rahmenbauern volle Auftragsbücher. Weltweit gibt es zahlreiche Kunstmuseen, die ganze Sammlungen ungerahmt in ihren Archiven lagern. Viele Aufträge schlummern also noch in den Kellern der Museen. Besondere Stärke der Münchner sind Rahmen, die alt und leicht abgenutzt aussehen, obwohl sie frisch aus der Werkstatt kommen. Oliver Hottner glaubt, dass auch weitere Jurys der Werkstatt den Zuschlag geben werden. In der Kategorie, in der wir sind, ist nicht, also da gibt es vielleicht 5, 6 Rahmenmacher weltweit, die da also Konkurrenten sind. Trotz aller Erfolge treibt das Team auch eine Sorge um. Es fehlt an Nachwuchs, der sich für Blattgold auf Bilderrahmen begeistert. In einer der besten Manufakturen des Landes.